So, wir sind zurück mit Türchen Nummer 21 vom Bier-Adventskalender. Wir stecken wieder mal den Finger rein, Türchen auf, Flasche raus. Oh, was habe ich da gesehen? Eine grüne Flasche. Aber erstmal den Botsch runter und weißer Deckel, deutsches Bier, Wolfbierpilz. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Guckt euch mal den Deckel an hier. Eine grüne Flasche wie Wickkühler, aber dazu auch noch ein grünes Etikett mit viel Weiß, mit viel Grün. Also das sieht sehr cool aus, sehr passend dazu auf jeden Fall. Ich zeige euch das jetzt aber erstmal von meiner Seite. So, was haben wir hier? Nach dem Reinheitsgebot gebraut, okay. Das ist ein Fass, deutsches Bier, die deutschen Brauer, okay. Sehr detailliert, der Deckel vor allem. Andere sahen da eher schlicht aus, ne? Schlicht, detailliert, schlicht, detailliert. Aber Deckel gefällt mir gut, grüne Flaschen mag ich eigentlich nicht, aber dieses Etikett mit dieser Gestaltung, diesem Wolf, der Bier trinkt, gebt ihr eurem Wolf auch immer Bier zu trinken. Wolf, Bier, Pilz. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Seit 1739, also da kann ich nichts sagen. Hier auch, wie das schräg angeordnet ist, wie das Pilz nochmal drunter, mit der auch ein bisschen dunkler als der Hintergrund. Das Etikett, also die Aufteilung, gefällt mir wirklich richtig gut. 4,9%. 0,33 Schlitter, wissen wir ja alles, hier Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Das machen wir jetzt mal auf. Aber für die Flasche alleine, für das Etikett und den Kronkorken, alles für das ganze Design, würde ich auf jeden Fall schon mal 5 Punkte geben. Das sieht nämlich cool aus. Ich kenne kaum eine grüne Flasche, die so ein cooles Etikett hat, die so genial aussieht. Das ist das erste grüne Bier, was ich feiere. 5 Punkte, wir schreiben es in unsere Tabelle, nehmen uns wieder das Big Feuerzeug und das Bier-Tasting-Glas, öffnen das mal, gucken mal nach Farbe und Schaum. Adi ist wieder nicht da, der ist drüben und schläft. Ob der wegfluppt? Hossa! Da steigt das Bier langsam. Nö, steigt nicht, hat aufgehört zu steigen. Aber wir sind sowieso jetzt am Einschenken. Jetzt, wo nichts überschwappt, passt, bin ich vorbereitet. Und als ich nicht vorbereitet war, ist immer der ganze Tisch vollgelaufen. Wir schenken das aber mal ein. Schön zu sehen hier die Flasche, das Etikett. Und das läuft auch gut rein. Sieht ein bisschen hell aus. Schauen wir mal, ob wir irgendwie ein bisschen Schaum. Da ist wenig Schaum auf jeden Fall, wenig Kohlensäure. Wir kippen es also mal. Na, vielleicht habe ich es zu früh gekippt. Gucken, ob wir den Rest jetzt hier noch reinkriegen. Und. Einfach reingekippt. Zack. Da läuft nichts runter. Das ist doch perfekt. So, das perlt auf jeden Fall alles schön hoch. Hat aber eine, also meiner Meinung nach, eine zu helle Farbe. Vielleicht ist das die typische Pilzfarbe. Sah aber auf jeden Fall schon mal goldiger, schon mal kräftiger aus. So würde ich das jetzt wie ein, so ähnlich wie Kölsch, würde ich das jetzt einschätzen, von der Farbe her auch. Ja, ist jetzt an sich nichts Besonderes, ist vielleicht für das Bier abgestimmt, aber bei Farbe würde ich trotzdem jetzt nur eine 3 geben. Ist also meiner Meinung nach eher so Durchschnitt, aber wir kommen natürlich zum Geruch. Jetzt habe ich mir schon wieder den Schaum in die Nase gezogen. Ich sollte einfach damit aufhören. Ist auf jeden Fall ein angenehmer Biergeruch. Andere wirken immer so süß oder haben gar keinen Geruch. Das riecht schön frisch nach einem frisch gezapften Pilz, was ihr auf dem Tisch bekommt im Restaurant. Geruch, das sind wir heute großzügig, weil ich möchte einfach, dass das eine gute Bewertung kriegt. Sind wir großzügig und geben für den Geruch auch mal 5 Punkte. Da kriegt man nämlich Hunger, wenn man das riecht. Und jetzt kommt natürlich noch der Geschmack, das Wichtigste zum Schluss. Und ich hoffe, das schmeckt, ne? Schmeckt nicht nach Hund, schmeckt nach Wolf. Ah, leider nicht.
will man das beschreiben? Das ist wieder so typisch. Das sieht richtig gut aus. Das hat einen richtig guten Geruch, aber das schmeckt schon wieder total komisch. Vergleichbar wieder mit Spülmittel. Also, das ist so richtig bitter auf der Zunge im Nachgeschmack. Wie wenn ihr irgendwas extrem Chemisches zu euch nehmt. Das ist vordergründig extrem bitter, das ist im Nachgeschmack bitter, das legt sich so auf die Zunge, zwischendurch prickelt und perlt das so. Obwohl es in der Mitte eigentlich, weiß ich nicht, das Gefühl hat, als ob der Geschmack auf einmal weggeht, aber ihr schmeckt es danach. Also das übersät euch mit Geschmack in die Fresse rein, Geschmack, dann lässt es euch alleine und dann merkt ihr im Nachhinein, ach nee, da ist ja doch was da. Finde ich unangenehm. Am Anfang finde ich zu wenig in der Mitte und finde ich unangenehm auch im Abgang. Also das leider nix. Da habe ich mir mehr erhofft. Schmeckt nicht ganz so bitter wie das andere Spülmittel, was wir hatten. Deswegen würde ich trotzdem statt ein Punkt noch zwei Punkte geben. Aber auf jeden Fall nicht der Durchschnitt unter dem Durchschnitt. Also wer das gerne trinkt, manche stehen ja da drauf, ist natürlich was. Aber mein Geschmack ist es auf jeden Fall nicht. Deshalb von mir nur zwei Punkte. Und mit 2 Punkten bei Geschmack kommt es trotzdem insgesamt auf 15 Punkte. Gestern, das hat auch 15 Punkte bekommen, obwohl das gestern 4 Punkte bei Geschmack hatte. Da seht ihr mal, was der Geruch und was das Etikett auch alles ausmacht. So, das war's aber, glaube ich, schon. Finde ich leider schade, ne? Wolfbierpilz sieht auf jeden Fall immer noch richtig genial aus. Da hätte ich mich gefreut, wenn das ein richtig gutes Bier wird. Aber ich sage ja, meistens Biers in Grünflaschen kann ich nichts mit anfangen. Das hat das Etikett mich erst verleitet, aber mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht durch den Geschmack. Ich werde den Rest mir noch gönnen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann morgen am 22. 3 Folgen haben wir noch. Am 24. gibt es natürlich dann eine Spezial-Weihnachtsfolge. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.